Hallo und willkommen zurück bei Far Cry Primal. So, immer hier wieder in unserem kleinen, verträumten Steinzeitdörfchen. Und bevor wir hier großartig Quest weitermachen, wollte ich... Ja, wollte ich hier irgendwie... noch so ein paar Punkte hier aufdecken oder halt gucken, was es ist. Ich war hier gerade etwas fasziniert davon, wie die da am Hämmern sind. Deswegen, da hinten habe ich halt was markiert. Da ist halt einfach nur auf der Karte ein Fragezeichen. Deswegen gehen wir da mal gucken. Sollten vielleicht dann doch sicherheitshalber... hier die Waffe mal ziehen. Denn es ist ja hier immer noch hier alles sehr feindselig, bis auf Ziegen, die halt weniger, aber was sonst hier so kreucht und fleucht, will uns ja irgendwie ans Leder. Wie sieht es denn hier eigentlich aus mit Sachen, die wir schon haben? Schiefer können wir also noch mitnehmen. Wie sieht es in Sachen Holz aus? Holz können wir auch mitnehmen? Komisch. Okay, dann sammeln wir noch hier ein bisschen. Ja, da. Da guckt der Hirsch. So, wie ging das mit V, genau. Ich wollte gerade schon wieder irgendwie mit Rechtsklick hier rumprobieren. So Witcher-Style-mäßig. Aber das geht dann leider nicht. Upp. Na komm. Mehr Ziegen? Ah, da ist wieder so eine Hand. Und ja, nur so beim Vorbeigehen sammelt er nicht. So, Handabdruck nehmen. Noch drei, okay. Das war ein Schnellschuss. Okay, Tasche ist voll mit Rothundhaut. Hab schon den Verdacht gehabt hier, hatte den Verdacht, er hätte irgendwie sämtliche Sachen hier leer geräumt, dass es nicht mitgespeichert wurde. Was zur Hölle ist ein Fadasi? Will... auch zwischen die Augen. Wolfhäuten. Ich hätte ja gedacht, hier das Bild würde mir hier sagen, was... was eventuell hier auf uns lauert. Aber dass hier noch ein Wolf rumläuft, ist merkwürdig. Wir schleichen mal. Das sieht nicht gut aus.
Ja, eine Kletterkralle habe ich leider noch nicht. So, was ist das denn hier für ein Gift? Kannst du, was? Du Spinenstiche, wieso? Und Schlangen, ach, Scheibe. Fauldämpfe, Einige Udam werfen auch mit Giftbomben um sich. Gift verringert allmählich deine Gesundheit. Okay. Ja. Okay, also müssen wir auch hier auf Schlangen und Konsorten Acht geben. Die werden wir da, also wenn das nicht irgendwelche Schlangen sind, die, keine Ahnung, einen halben Meter dick sind, dann werden wir die in diesem ganzen Dickicht da gar nicht finden. Au. Naja, lauf nur weg, du. Da hinten krepiert. Okay, ich hab gedacht, hier gäbe es noch eine Höhle. Nashorn? Okay. Wildschweinhaut. Okay, die haben wir anscheinend noch nicht voll. Gut. Dann haben wir halt hier... Massiges Wildschwein. Ja, hier. Jagdschwierigkeit schwer. Besonderheit zähmbar. Benötigt Bestienmeisterfähigkeit. Ja. Da. Okay, also Bären sollten wir nach Möglichkeit noch meiden. Das klang nach einem Bär. Da oben. Shit. Klingt nach zwei Bären, die sich da ein bisschen miteinander kabbeln. Ja, da, okay. Okay, der eine hat den anderen umgebracht. Bin gar nicht hier. Ich würde ja gerne den anderen Bären häuten. Okay. Was? Nein, nicht... Hier, den Braunbär sollst du häuten, nicht das Holz mitnehmen. Okay, Bärenfell. Puhuhu.
wenn es einem schon so angeboten wird, holen wir doch hier irgendwie Bärenfell mal mit. Ich kann es zwar noch nicht gebrauchen, aber vielleicht irgendwann. Okay. Ich denke, der Bär ist weg. Haut mal ab da. Grünblatt mitnehmen. Anführer der Angreifer, okay. Na toll. Ja gut, den hat's leider zerrissen. Ah, da hinten ist wieder so ein dicker Bär. Okay. Der sieht so aus, als wäre er von uns gewesen. Ich habe einen Bienenschwarm gelootet. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich wieder da hoch? Wo ich hin will. Gibt's hier einen Weg? Ja, anscheinend. Was hat das mit diesen... Shit. Mit diesen Sternentoren hier auf sich. Ja, geh einfach vorbei. Hier gibt's nichts zu sehen. Gar nichts. Okay. Er ist weg. Können wir hier irgendwas machen? Können wir es aktivieren? Können wir hier... Gibt es hier so ein... Wahldingsbums da? Hm. Anscheinend nicht. Ja, ihr habt da schon wieder Probleme. Ich weiß, ich weiß. Das ist leider etwas zu weit. So, können wir hier... Ganz vorsichtig runterrutschen. Ja.
Okay, die gehört zu uns. Ja, ist gut. Wo? Was? Kann ich... Nee, du solltest das hier anzünden. Ja, ja. So, was? Großohrhunde? Wo finde ich die denn jetzt? Das ist nochmal ein Lagerfeuer. Jetzt ist natürlich die Frage, sehe ich irgendwo von wegen, was ich zu tun habe und was nicht? Ja, ja, du könntest mir noch mal sagen, was ich hier zu machen habe. Das ist kein Hund. Es sieht nach einem spezielleren Bären aus. Ein Schwarzbär? Der verpieselt sich dahin. Da gibt es eine Hand zu holen. Ich schleiche nur mal hier hoch, weil da unten ja... da wieder so ein paar von den Kollegen rumhausen. Ich weiß jetzt nicht, was hier gerade vorbeigelaufen ist. Es könnte ein Hund gewesen sein, ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Zuflucht des Fleisches. Okay. Wo ist denn hier der... Irgendwo ist noch ein Tier. Ach, da. Können wir hier mitnehmen? Nö, ne? Die hier eigentlich gerne ausrauben.
habe gerade gedacht, da würde einer sitzen. Können wir das hier nicht irgendwie annektieren? Was war da? War da was? Ich könnte natürlich die Eule rufen und gucken, aber... aber erstmal nicht. Au. Moment, von wo? Wo? Wo ist er denn? Da. Ja, Kopfschuss war das nicht. Okay, also Takedown geht auch noch. Wenn sich da irgendwie an die Rand schleicht oder halt nicht genug dran ist. Okay, ich denke, das waren alle. Wo kamen die denn alle her? Na gut, ich weiß nicht, wo die herkamen, aber leider hat der Venya-Kollege, der da plötzlich aufgetaucht war, die hier einfach mal so angegriffen und so irgendwie unsere Befreiungsaktion ein bisschen vermasselt. Na gut. Wow. Okay, noch hier schnell wieder Steak reinschmeißen. Also, dass die hier irgendwie plötzlich dann auftauchen, ist ein bisschen nervig. Also jetzt nicht die Tiere, sondern halt hier unsere lustigen Einwohnerfreunde. Da kommen die hier schon wieder an. Eieieiei. Na gut, es hat gepiepst. Ich mache mit der Folge Schluss und schnitz mir, glaube ich, noch ein paar Pfeile. Bis zum nächsten Mal.